Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, Glyrus befreit, wenn mich nicht alles täuscht. Was habe ich denn da unten? Links, 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 links. Warte mal. Nee. Ach, J? Nee, auch nicht. K? Nee. L? Nee. P? Nee. Ü? Tab-Taste auch nicht. Verdammt, die kommen da nicht rein. Rundet. Ah. Ah, Benachrichtigungen. Möchte mit euch befreundet sein. Was? Freundschaftsanfrage, Lux 77. Wer bist du? Nein, wird nicht gemacht. Annehmen, ablehnen. Ich lasse das mal offen. Verdammt. Leute, was macht ihr mit mir? Wer ist denn hier? Kein Betreff, kein Text. Hier auch kein Text. Etwas zu lesen. Buerin! Anweisungen sind ein paar Geschenke für dich, welche ich dir im Namen der ESO-Gilde Sippe der Wölfe mit Freuden überreichen möchte. Sippe der Wölfe! Seid gegrüßt! Handwerksstil 2. Um Handwerks in der Dunkelelfen zu erlernen. Ach ey. Okay. Wir kriegen nicht alles raus hier. Hier, kann ich das irgendwie nehmen? Anhänge? Hallo? Wie kann ich denn das nehmen? Ach hier, Okay. Alter Falter, Leute! Was macht ihr mit mir? Vielen herzlichen Dank. So, Hoeren macht noch mehr. Einige Antworten zu auf deine Fragen. Zwei. Oh, nee, wir machen erst Fragen 1, wa? Einige deiner Fragen 1. Hallo Bruder. Oh, schon 29 Tage her. Schande über mein Haupt. Aber ich hatte ja gesagt, ihr habt, dass ich ein bisschen vorproduziere wegen Call of Duty und Battlefront 2. Hat das nun mittlerweile abgeschlossen. Dann ist mir eingefallen, ach du Scheiße. Du hast ja für Sonntag noch ja keine Folge. Also die Folge, die jetzt hier kommt, nehme ich einen Tag vorher auf. So kurzfristig war ich eigentlich noch nie dran gewesen. So, es macht mir nichts aus, dass du in deinen Let's Play-Folgen meine Nachrichten liest. Okay. Das überlasse ich. Nee, da überlasse ich es ganz dir, wie du damit verfährst. Sollte mal was persönlich dabei sein, werde ich die PN mit XXX markieren. Alles klar. Ist da was mit bei? Vielleicht sollte ich das mal erst lesen. Verkleidung kann man immer mal wieder finden im Verbund mit diversen Quests, auch in Auridon. Da, wo du momentan questest, gibt es die eine oder andere davon. Sternmetall klingt zwar selten, aber gehört leider nur zum Handwerksstil der Rotwardone. Jeder Handwerks-NPC, beispielsweise ein Schmied, hat reichlich davon auf Lager. Alles klar. So, viertens. Quests geben unterschiedlich viel EP, das stimmt. Hier unterscheidet man zwischen Story-Quests, wie etwa die mit dem Verrat des Hauptmanns, Dungeon-Quests, sowie Nebenquests, wie man sie immer mal wieder hier und da findet. Gilden-Quests und Haupthandlungsquests, wie etwa der Prophet in der Zuflucht. Zu bestimmten Zeiten gibt es auch Feiertagsquests, wie etwa zu Halloween. Ja, das hatte mir jemand schon entschuldigt, dass ich deinen Namen jetzt gerade. Scheiße, ich hätte mir den aufschreiben sollen. Er hat mir ja das erzählt gehabt, dass in der Endfolge, wo ich da vorstand und dann so, ja, alles klar, mit diesen Ankern. Mit dem Anker, der da war. Das war auch so irgendwie so ein Event gewesen. War das ein Event oder war das. Was öfters mal vorkommt. Ach, ich weiß es nicht. Verdammt, ich kann mir immer nichts merken. So, hoffe mal, ich habe keine vergessen. Anbei ist noch ein kleines Präsent, nämlich das Handwerksbuch von Rotwardonen Stil. Einfach benutzen, dann wird's deinen Char gut geschrieben. Viel Spaß damit. Meine Güte. So, gut, alles klar. Was haben wir hier? Die Eroberung, Goldbundle DLC und Reittier. Wer Kalja Nirana ist. Ah, hier unten. Ach, hey. Freunde, was macht ihr mit mir?
Stufe 14, da sind wir noch ja nicht. Verdammt. Die Frage ist natürlich, die Schuhe sind jetzt schlechter. Haben die irgendwas? Jute Hut. Also bei den Sachen siehst du ja schon links, lieber Kalja, dass die Anhabe besser sind. Zumal die Anhabe auch so ein bisschen noch zusätzliche Sachen hier wären. Bedanken tue ich mich trotzdem. Das ist auf jeden Fall hier. Ah, das gehört alles zum Eichenflammenstab des Frosts. Das ist auch ab Stufe 16 erst. Gute Marke Magica. Die ist auf jeden Fall besser. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich dafür. Kann ich die Dinger hier drinnen lassen, ohne dass die hier verschwinden? Frage. Läuft ab in 4 Tagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, dann muss ich die nehmen. Verdammt. Ich nehme das jetzt erstmal alles hier. Ah, Inventar ist voll, ich hab gewusst. So, was machen wir, wenn ich stehlen? Inventar habe ich I. Ei, das kann ich alles noch gar nicht nehmen hier. Warte mal, das kann ich jetzt hier benutzen. Benutzen. Oh, Handwerksziel. Oh je. Hier, wer das lesen will. Treu der Tradition, okay. Inventar. Nö. Wo sind denn jetzt hier? Ach hier. Dunkelelfen. So. Wie gesagt, wer lesen will. Warum komme ich denn hier mal? Die Nord. So. Oh, die haben wir schon eine Seite mehr. Alles klar. Die Bretonen. Alles klar. Komme ich hier mit I wieder rein? Ja, sehr schön. Die Khajiit. Lernt der jetzt hier eigentlich irgendwas? Ich sehe ja nicht, wie bei dem ersten hier, die Orks. Ich gehe mal von aus, dass jetzt hier irgendwas passiert. Wohin benutze ich das ja? Was ist das hier? Was? Die Agonia. Agonia waren diese Echsenmenschen, oder? Gut, so, jetzt kann ich nämlich jetzt hier. Und dann die Anhänge nehmen, richtig? Ja, okay. Spieler melden. Hier hat mir was geschenkt. Also, ich bin dankig schon mal und der Gilde Stille der Wölfe. Nee, wie war das noch? Um Gottes Willen. Sippe der Wölfe. Alles klar. Krass, was hier alles hier. Was hier los ist? Freunde, was hier los? So, ich muss unbedingt. Unbedingt. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Hierin. Zum Händler. Muss so ein bisschen was loswerden. Wo war denn. Ihr habt hier nicht irgendwo eine Truhe, wo ich mein Zeug irgendwo ablegen konnte? So eine Vermächtnistruhe oder sowas? Gibt es sowas hier überhaupt? Verdammt. Warum kann der Bruder sich nicht merken? So, wo sind wir denn jetzt hier? So, und da sind sie wieder, der Prophet und Lyris. Quatschen die jetzt irgendwas? Sag mal was. Sag mal Scheiße. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. War soweit alles dran. Sieht jedenfalls so aus. Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Ach so. Wir haben eine Projektion von Sai'sahan gesehen. Er sprach zu uns. Wir haben eine Projektion ab.
Wir haben eine Projektion, hab nur Tarns gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Nehmen wir mal das erste mit Caesar Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Mani Marco foltert ihn. Er will das Amulett der Könige. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Wir haben auch eine Projektion Abu Tarns gesehen. Er versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Sai Sahan sagte, dass Mani Marco das eine der Könige will. Warum? Hä? Hatten wir das nicht gerade schon? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Zai-Sahan ausfindig machen. Wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Zai-Sahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine letzte Sache. Warum hat Molag Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Ich meine, wir haben sie relativ leicht herausgekriegt, ja? Vielleicht ist das irgendwie so. Die hat vielleicht einen Peilsender. Wie damals mit dem Millennium Falcon in Star Wars. Die hatten auch nicht Glück gehabt, dass sie entkommen konnten, sondern die hatten einen Peilsender. Oh Gottes Willen. Verschwörungstheorien. Miau. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Miau. Enthalten. Ja, haltet. Siegel der Familie. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Siegel der Verzauberverringer aus. Dauerkosten. Okay, Ring des Auszubildenden könnte man tauschen. Das war jetzt kein Geschenk, ne? Nee, das. Ach, der Auszubildende, das ist ja das, was ich gesucht hatte, glaube ich. Magikerkosten gewährt 141 Magikerregeneration. Arkan erhöht eure maximale Magicka um 790. So, was haben wir hier? Verringert die Ausdauerkosten von Fähigkeiten um 179. Robust erhöht eure maximale Ausdauer um 830. Lyris trug dieses jahrelang bei sich, während sie unermüdlich mit den Mitgliedern ihrer Söldnerkompanie trainierte. So, was haben wir da oben nochmal? Gewährt 133 Lebensregeneration. Maximales Leben. Okay. Was ist das hier? Winzige Glyphe des Lebens, Verzauberung, maximales Leben gewährt bis zu 839 maximales Leben. Okay. Gut, Quest abschließen. Aber jetzt gekriegt ja. So, jetzt gucken wir mal rein. Wir haben gekriegt. Das haben wir gekriegt. So, war das jetzt das hier? Das werden wir mit dem austauschen. Ja. So, haben wir Stufe 12 und Stufe 10. Okay. Jutta-Handschuhe. Wir müssen mal zusehen, dass wir das hier irgendwie verscherbelt kriegen. Das ist ja das jetzt das Geschenkte. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass mir zum Beispiel zwei Gegenstände, drei Gegenstände, vier Gegenstände, die fällt mir wesentlich besser, weil ich da mehr Magicka habe. Nimm mir das nicht übel, lieber Kalyan. Kalya. Ich hoffe, man ist mir nicht böse, deswegen. Bedanken tue ich mich trotzdem. Gut, dann müssen wir mal sehen, dass wir hier irgendwie was loswerden. So, sprech mit Skaldir. Skald. Verdammt. So. Warte mal. Warte mal. Jetzt machen wir erstmal das hier.
Lux 77 möchte mit euch befreundet sein. Ach komm, nehmen wir an, fertig ist. Nehmen wir an hier, wir sind ja nicht so. Kann man hier eigentlich sehen, mit wem man hier alles befreundet ist? Freunde online? Ah. Sind alle eure Freunde aufgelistet? Und drücke E und wählt Freund hinzufügen, um einen Freund zu eurer Freundesliste hinzuzufügen. Wenn ihr euch von einem anderen Spieler gestört fühlt, rechtsklick und ignorieren. Okay. Nehmen wir gleich mal hier. Ignorieren. Komm. Gut. Level 79 oder was? In der Schnittermark. Was machst du denn da? Schnittern? Schnittermark. Mein Gott. Klingt so ein bisschen so. Also Rittermark kenne ich. So was hier so Herr der Ringe und die ganzen mit Ritter so ist. Gut. Freunde, was hat er hier? Map. Wir wollen jetzt die Map. Hilft dabei, die angreifenden Invasoren zu vertreiben. Was ist das? Invasoren? Oh, was haben wir hier? Runenstein. Ja. Ach, verdammt, ich hab nicht mehr frei. Rezept benutzen. Rezept benutzen. Habt ihr bereits gelernt? Dann raus damit. Ja, weg. Weg, 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 weg. Rettich mit Reis. Kochzutaten. Noch irgendwas, was ich hier lernen kann? So, jetzt nehmen wir alles mit hier. Gut. Bin ich hier überhaupt richtig? Nee, wahrscheinlich nicht. Hier war doch irgendwo ein Weg. Hier ist ein Weg. Wir sollen jetzt hier langwatscheln. Nee, warte mal. Wir müssen da langwatscheln, oder? Hä? Bin ich denn überhaupt? Ach, ich bin hier unten. Scheiße. Sprecht mit Rea. Das wollten wir nicht nur. Stoß zur Karawane. Das wollte ich jetzt auch noch nicht machen. Was ist das? Dolmen? Findet das Gefolge der Königin? Was liegt denn jetzt hier überhaupt? Mit wem sollte ich denn jetzt eigentlich quatschen? Ach hier, sprecht mit. Das ist hier, oder? Betrete die Ruinen von Messern und langen Schatten. Oder ist das hier? Ne, hier. Oh, ist das wieder ein Schiff? Ist das wieder ein Schiff hier, du? Lass mal kicken gehen. Wir gucken mal da hin und wenn wieder ein Schiff ist, da wo ich wieder irgendwo hinfahren muss, dann Schiff ahoi. Oh. Ach, da seid ihr ja in Zelte. Kommt zur Zuflucht. Wir müssen reden. Sag mal, willst du mich veräppeln, Junge? Will der mich veräpfeln? So ist das im Leben. Wenn der Alte ruft, muss man wieder zurückgehen, ne? Wir können ja auch erstmal hier, da wir jetzt in der Nähe sind, machen wir das natürlich jetzt hier erstmal unser Hauptquest hier weiter. Was ist denn das hier? Ach, nur Tau. Steht hier immer noch rum? Ne, wurde auch gesagt von demjenigen, der auf YouTube geschrieben hat. Verdammt, ich muss mir die Namen aufschreiben. Ich suche das nachher mal raus, denn. Herr Ini hat mir auch gesagt, dass ich hier auch meine Hauptqueste irgendwie weiter, dass die Level werden irgendwie angeglichen. Kann das sein? Hey, wo ist Lyris? Ach, hier. Sprach mit den Rittern. Mein Vater brachte mir dieses Lied bei. Schön, nicht wahr? Ich schätze, ich habe nur ein wenig Heimweh. Tja, leb wohl.
Leb wohl, klingt immer so. Interessiert mich nicht. Weißt du? Oh, leuchtet hier. Chroniken der fünf Gefährten, Band 1. Untersuchen. Oh. Na, Freunde? Wollt ihr wieder was lesen? Wenn ich ein bisschen besser in Lesen wäre, oder dann könnte man ja das alles vorlesen. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts, ne? Rucksack durchsuchen. Kaninchenpastete. Ja, Inventar ist voll. Arschelekt. Wir müssen zum Handel. Junge, warum hast du denn keinen Rucksack, wo ich hier was ablegen kann? Klares Wasser. Kann ich auch nicht. Kann ich hier irgendwas rausschmeißen? Hier, so ein Eisendolch. Was heißt denn hier eigentlich null, Wert null? Das heißt, ihr kriegt dafür nichts, oder? Doch, da stand doch irgendwas gerade. Nee, null. Zerstören. Gut, gut. Ihr seid in Sicherheit. Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen. Junge, ich war noch nicht mal weit weg gewesen. Ich hab immer noch gerätselt, wo ich jetzt als nächstes hingehe. Stimmt etwas nicht, Prophet? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens entzieht sich mir Sai Sahans Aufenthaltsort noch immer. Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt, zeigte ihnen große Gefahr. Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen, Entseelte. Wie kann ich euch helfen? Sai mag vor meinem Blick verborgen bleiben. Doch Lyris bringt die Nachricht, dass ein Handlanger des Feindes in Vulkilwacht lauert. Den Leuten liegt Furcht auf der Seele. Die Finsternis wandelt unter ihnen. Selbst ein Blinder merkt es. Es ist das Werk Manimarkus. Der Name. Ich weiß nicht, Manimarko. Also nur Mani oder Marco? Wie kann uns das helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Manimarkus Wurmkult ist, könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt. Sucht diesen Agenten auf, aber seid auf der Hut. Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie und die Untoten sind furchteinflößende Gegner. Aber wie kann ich diese Schergen oder wie kann ich diesen Schergen finden? Geht nach Vulkilwacht. Sprecht mit dem Fischer Medir und dem Jongleur Diranor. Von ihren Lippen hörte Lyris zum ersten Mal von dem Übel, das in den Schatten lauert. Findet diesen Schergen des Bösen. Kehrt mit dem persönlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt. Ich werde etwas finden und dann zurückkehren. Wenn ich nichts finde, komme ich trotzdem zurück. Jawohl. Gut. Vulkilwacht. Vulkilwacht, das ist nicht hier, oder? Wir sind, glaube ich, irgendwo in Aidion. Verdammt. Ist egal. Kann ich alles merken hier. Hier ist auch, steht doch bestimmt Auridon. Naja. Fast. Okay. Vulkilwacht. Werden wir noch nicht. Also dann werden wir jetzt erstmal nicht die Hauptquest verfolgen, sondern uns erstmal um den Rest hier in Auridon. Auridon. Kümmern. Schöne Bilder. Aber die gab es auch bei Guild Wars. Da hatten sie auch so eine schöne Zeichnung gehabt. So, ich würde sagen, hier gehen wir erstmal noch nicht hin. Ach, hier ist Vulkilwacht. Ah, das ist die Stadt hier. Ah, okay, dann werden wir doch erstmal hier. Das ist gut, dass wir jetzt da hinkommen. Dann kann ich endlich mal Zeugs loswerden. Ich kann mir ja mal einen Schmied suchen und dann alles, was ich nicht mehr brauche, verscherbeln. Beziehungsweise, bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ja. Beziehungsweise das Ganze mal so ein bisschen einstampfen, sag mal das so. Das war ein bisschen, warte mal, was war ein G? Nee. Ah, war das, ne? Yeah. Ja! Bruder ist noch nicht ganz senil. So. Warte mal, wo war denn jetzt? Man
da oben die Händler? Ja, ich glaube, ne? Oder war das hier ja nicht? Warte mal, ich gucke mal kurz. Hier sind doch Händler gewesen. Feuerstelle hier unten. Sattelgesellschaft, auch nicht schlecht. Bankier. Hier ist der Bankier. Hier immer um Karree rum. Warte. Hier rum? Nee. Hä? Warte. Ach so, Mensch. Ich denke mal, ich bin das hier. Ich muss zurück. Da lang. Und dann hier lang, ne? Ich werde mal kurz zur Bank. War das jetzt hier? Ups. War das hier? Jo. Ha. Dann werde ich nämlich jetzt erstmal die ganze Kleidung, die ich da jetzt geschenkt bekommen habe, erstmal beiseite räumen. Warte mal, wo ist denn hier? Bankier. Stiftsvogt. Willkommen in Vulkilwacht. Ich muss mich im Moment um meine Königin kümmern, aber ich hoffe, ihr genießt eure Zeit in meiner schönen Stadt. Verdammt. Wandschrank. Dem können wir nicht machen. Bankier, ich dachte eigentlich, dass man jetzt hier irgendwie. Wandschrank. Dass ich hier irgendwo Zeugs ablegen kann. Wahrscheinlich kann ich das auch. Nur weiß ich das wieder nicht. Bücherregal. Man möge mir doch ein Schließfach zu. Oh, warte mal. Mach mal hier. Falls nur einer mal lesen will hier. Oh, Rang 18 bei detterischer Beschwörung erreicht. Oh, guck an. Naja, ich habe ja schon, habe ich ja auch gehört, dass man hier mit Bücherregalen hier so ein bisschen. Aber das habe ich ja auch im Skyrim schon gesehen. Sturm rufen. Rang 3 bei Schneidern erreicht. Meine Güte. Wie gesagt, wer hier so ein bisschen was lesen will. Hier muss es doch irgendwo ein verdammter. Hier muss es doch irgendwo ein verdammtes. Oh, guck mal, der Hund. Wie geil. Das ist ja schön. Das finde ich toll. Tillmanner? Ein wenig Privatsphäre, bitte. Das sind ein paar empfindliche Materialien. Fresse, du Fatzke. Gut. Bankier. Ich hatte eigentlich gedacht. Kollektoren Tellandil. Finde ich die hier irgendwo? Hier ist keiner. Fürstin Talisse. Fürstin. Oh. Rang 3 bei Schreinerei erreicht. Hier stehen ein Haufen Menschen rum. Münzzählerin. Auriel weiß, ich bin hier, um zu dienen. Ja! Womit kann ich euch behilflich sein? Ich möchte auf meine Truhe zugreifen, Junge. Mädchen. Entschuldigung. So.
Entnehmen? Nee, ich will was wegpacken. Entnehmen? Nee, warte mal. Entnehmen? Einladen, hier. So, das hier. Ihr könnt, ich bin ja noch ein bisschen entfernt von Level 14. Bitte mal Bescheid sagen, ob ich jetzt hier die neuen Klamotten, weil die sind ja dann doch ein bisschen besser. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Julianus-Kleider doch besser sind. Bitte mal. Ich lagere sie erstmal ein, ja? So, okay. So. Einlagern. 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 Euch die Wachen büßen lassen. Damit werdet ihr nicht davonkommen. War da nicht noch irgendwas? Da war doch noch eine Waffe gewesen. Hier, der. Gut, so. Als Trödel markieren kann ich doch. Ist ja egal. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Wiederherstellungstrank einlagern. Weg damit. Knochen. Kochzutaten. Schlückchen des Lebens. Tinktur. Versiegelte Urne. Euer Name steigt drauf. Oh, kann ich nicht einlagern? Das hat doch auch bloß so einen neuen komischen. Hat diese versiegelte Urne irgendeine Bewandtnis, außer dass mein Name da drauf steht? Kann ich das wegfeuern? Ich würde es gern wegwerfen. Kronen-Mimenstein. Adamant, Dekorwachs. Ja, wenn man jetzt was bauen will, dann ist das doch mal blöde. Was haben wir hier noch? Asche. Seelensteine. Unbedeutende Glyphen. Ich weiß genau, dass wenn ich die ollen Verzauberungsglyphen. Ach, ich habe sowieso nicht mit dem Dingens hier. 61. Ach du Scheiße, Bankplatz. Jetzt haben wir gerade mal 10 Plätze frei gemacht. Das ist doch doof. Dekorwachs. Einlagern. Dinata einlagern. Bankplatz 43 von 60. Eiter. Feuerstein, Fischschleim einlagern. Ginseng. Hefe. Ingwer. Jute. Ne, Jute lassen wir erstmal. Kaffee. Knochen. Kornblume. Natürliches Wasser, Reis, Sternmetall. Warte mal, da machen wir doch mal hier. Hier lagern wir noch ein. So, und dann haben wir jetzt erstmal wieder 10 Plätze frei. Richtig, ja. Gut, alles klar. Kommode? Nee, da wollen wir nichts stehlen. Was ist denn das? Wohnprospekt. Was? Seid ihr ein Abenteurer von gutem Leumund? Halten sich eure gewalttätigen Neigungen in vertretbaren Grenzen? Sucht ihr nach einem gemütlichen Zuhause für euch, doch in eurer Geldbörse herrscht derzeit Flaute? Wohnen? Begonnen, Zimmer frei. Wie wäre es mit einem kostenlosen Zimmer in einem Gasthaus? Richtig, komplett kostenlos. Kein Haken. Geht zu Ferrande de Mar im Gasthaus Maras Kuss in Vulkelwacht und erfahrt mehr über diesen dieses wahnsinnige Angebot. Ja. Wolltet machen? Aber nicht mehr in dieser Folge. So, Freunde, ich habe jetzt gefunden, was ich gesucht habe. Ich würde sagen, an der Stelle mal erstmal Schluss an alle, die mir was geschickt haben. Recht herzlichen Dank. Oh, ich muss mir mal strecken nach den Folgen. Oh, so, recht herzlichen Dank.
Wie gesagt, ihr könnt ja mal erzählen, ob das da jetzt, was ich jetzt anhabe, besser ist. Ich möchte sagen, ja, da ja mehrere Sachen, also so zusätzlich noch wirken, wenn man von der Kleidung da was trifft, also trägt, so. Lux 77, willkommen in meiner Freundesliste. War das Lux 77? Verdammt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Lux 77, doch, nee, gut. Willkommen in meiner Freundesliste. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haltet die Ohren steif. Ich habe gerade überlegt, was ich sagen wollte. Und bis dahin. Tüdelü!